Seid gegrüßt, herzlich willkommen bei TK Whisky. Und heute habe ich den Hillock 4,5 Jahre Peated für euch. Wir befinden uns also in Deutschland. Genauer gesagt in Sprockhövel, NRW. Dort steht die Destillerie und Brennerei Heinrich Habbel. Und daher stammt der Hillock Whisky. Das ist ein Familienbetrieb, den es schon seit 1878 gibt. Und früher war es mal eine Kornbrennerei und mittlerweile ist es die größte Obstbrennerei in der Region. 2013 haben sie dann noch eine Brennerei erbaut, und zwar die Hillock Park Distillery. Dort brennen sie auf einer Potstill ihren Whisky. Was ich wirklich sehr schön finde bei Habbel ist, dass das alles noch klassisches Handwerk ist. Und was viele vielleicht noch nicht wissen, ist, dass Habbel in den 70er Jahren Deutschlands ersten Whisky gebrannt haben. Das heißt, Habbel ist die älteste Whiskybrennerei in Deutschland. Das Sortiment ist jetzt nicht gigantisch groß, ich würde es eher als klein, aber fein bezeichnen. Sie haben ein paar verschiedene Single Malts, sie haben einen Rye Whisky und auch Liköre. Hier haben wir heute den Hillock 4,5 Peated, das heißt, der ist 4,5 Jahre alt und rauchig. Ist ein German Single Malt Whisky. Gereift wurde er in Bourbon Casks und gefinished in PX Casks. Hier hinten steht es auch nochmal drauf, 4,5-jähriger getorfter Single Malt Whisky, gereift in einem Ex-Bourbon-Fass, gefinisht im PX-Fass, Rohstoff getorftes Malz mit 35 ppm, Destillation Potstill, nicht kühlfiltriert. Von Farbstoff steht hier nichts drauf, aber so ein kleiner Familienbetrieb, die werden da mit Sicherheit keinen Zuckercouleur reinknallen, von daher wird das natürliche Farbe sein. Und dick den Stempel hier noch drauf in Rot, handcrafted. Es ist eine 0,5 Liter Flasche und der Whisky hat 46,3 Volumenprozent. So sieht die Farbe in der Flasche aus. Ich zeige euch sie einmal so. Finde ich echt ein schönes Design. Mit diesem Band hier und diesem Wachssiegel. Hier hinten stehen dann nochmal die Infos drauf. Hier hat man den Stempel, handcrafted. Also gefällt mir wirklich gut die Optik. Und sie haben bei den World Spirits Awards 2021 Silber für diesen Whisky bekommen. Das sieht man hier dann auch nochmal. Ja, habe ich sonst noch irgendwas dazu zu sagen? Ich glaube nicht. Der Whisky ist nicht ganz günstig. Für einen halben Liter zahlt man knapp 50 Euro. Einmal die Farbe im Glas. Und ja, ich war schon mal da bei Habbel. Ist nicht allzu weit von mir weg, Sprockhövel. Und war dann da auch in dem Shop, habe dann da den Rye probiert. Der hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich noch ein Single Malt, meine ich, war es probiert. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Der Rye heißt, der ist 4 Jahre alt, heißt Chief. Und der andere, ich weiß es nicht mehr. Der hatte auf jeden Fall auf der Flasche so ein Rotkehlchen. Nein, kein Redbreast, das ist ein Ire. Aber da war ein Rotkehlchen drauf. Ich weiß aber nicht mehr, wie der sich nannte. Aber das Gebäude generell ist sehr alt und schön und der Laden ist auch wirklich schön, ist ein Besuch auf jeden Fall wert. Und die haben daran noch, also am Gebäude direkt noch ein tolles Restaurant und da kann man wirklich sehr, sehr gut essen. Kann ich nur jedem empfehlen, da mal, wenn er sich schon die Brennerei anguckt, auch da essen zu gehen. Ich habe die Flasche frisch aufgemacht. Ich habe den Whisky schon vor einiger Zeit eingeschenkt, damit er ein bisschen atmen kann. Also ihr werdet hier heute meinen Ersteindruck bekommen. Das ist natürlich immer noch ein bisschen was anderes, als wenn ich mich mit dem Whisky schon mal auseinandergesetzt habe. Ich habe den schon mal vor ein paar Monaten im Glas gehabt. Kann mich aber da nur noch dran erinnern, dass er mir gefallen hat. Aber wie gesagt, ich würde das jetzt eher so als meinen Ersteindruck bezeichnen. Rauch. Malz und süß. Der Rauch, ja, das ist so ein dreckiger Rauch. Als allererstes habe ich so einen
Gummiabrieb. Also ein Fahrradschlauch. Dazu eine schöne malzige Süße. Aber die Nase muss sich erstmal an den Rauch gewöhnen. Also ganz stark habe ich so diesen Gummiabrieb. Ja, vom PX kriege ich noch nicht viel. Man weiß leider auch nicht, wie lange der in den PX-Fässern gefinisht wurde. Aber zum Beispiel habe ich euch auch schon mal hier auf dem Kanal einen niederländischen Whisky vorgestellt, den Millstone Peated PX. Also auch rauchig, auch aus dem PX-Fass. Auch 4 Jahre alt. Und da kam der PX deutlicher. Wobei der lag auch die 4 Jahre in dem PX-Fass und nicht, wurde dann nicht nur drin gefinisht. Aber der Rauch war ganz anders. Also das kann man mit dem gar nicht vergleichen. Ich denke mal, bei 4,5 Jahren Alter erwartet man es auch nicht eine unglaubliche Komplexität hat man hier nämlich nicht. Aber das, was man hat, ist schön. Mal gucken, was er im Geschmack kann. Prost! Im Geschmack hat man auch wieder diesen Gummiabrieb, aber nicht so wie in der Nase, finde ich. Oh, jetzt kommt es wieder. Sondern im Geschmack ist auch schon schön ölig, der hat eine schöne Trinkstärke, 46,3% stehen ihm gut. Ist süß, wieder eine malzige Note, dann auch so eine, ja, da merkt man schon den PX, schon eine fruchtige Süße dabei, eine direkte Frucht jetzt, die raussticht, habe ich nicht. Wenn man dann runterschluckt, ist es erst süß und dann kommt aber wieder der Rauch, so ein bisschen Fahrradschlauch und dann aber auch so leicht ins Aschige rein. Die Malznote wird jetzt stärker. Ein bisschen kommt der PX jetzt auch in der Nase. In Form von so einer dunklen Süße. Wenn ich jetzt was nennen müsste, wäre es vielleicht ein bisschen Pflaume. So leicht was Schokoladiges.
Jetzt im zweiten Schluck ist der Rauch direkt präsenter, auch im Geschmack. Und man hat dabei aber dann jetzt noch eine Honigsüße. Kommt jetzt eine schöne, deutliche Honignote hinzu. Ein bisschen würzig wird's. Ein bisschen schokoladig im Abgang wieder. Gemischt mit so einem Gummiabrieb. Abgang ist lang. Der hält sich. Allein schon durch den Rauch. Es ist leicht rußig, aschige und der Fahrradschlauch, es hält sich richtig lang im Mund. Der belegt den ganzen Mundraum jetzt, der ganze Gaumen ist belegt. Es kriegt da noch so ein bisschen so eine Teenote. Ein bisschen wie so grüner Tee. Interessant. Ja, auch jetzt im Geschmack und im Abgang so eine leichte Teenote, so eine leichte Kräuternote, ein bisschen Lakritz, dann wieder der Gummiabrieb, eine Honigsüße, ein Hauch Pflaume. Also man merkt definitiv, dass er nicht nur im Bourbonfass lag. Das merkt man schon. Blind, ob ich dem ein PX-Fass, einem PX-Fass zugeordnet hätte, glaube ich nicht, weiß ich nicht. Dafür finde ich, ist der Einfluss nicht stark genug, dass ich das blind hätte rausfinden können. Leckeres Ding ist er wirklich. Ihr merkt, er ist jetzt nicht ein Whisky, mit dem man sich stundenlang beschäftigen kann, bei dem man immer wieder was Neues entdecken würde. Ist ein schöner, rauchiger Whisky. Lecker. Aber 50 Euro, wenn ich überlege, was ich gerade sagte, der Peated PX von Millstone, der niederländische Whisky, der kostet die 0,7 Liter Flasche und der hat ja so relativ die gleichen Eckdaten, hat auch 46 Volumenprozent. Da kostet die 0,7 Liter Flasche, ich meine 30, 35 Euro. Hier ist man bei 0,5 Liter bei 50 Euro. Das finde ich schon ein bisschen happig. Aber für alle, die deutschen Whisky mal probieren möchten, rauchigen deutschen Whisky probieren möchten, die machen damit keinen Fehlgriff. Ist ein leckerer Whisky. Ja, ich denke, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein. Bis dahin, bleibt gesund und ciao.